Ja, da, das habe ich gesehen bei Erzi. Wo ich gefragt habe, was machst du da? You not welcome here. Wo der gefangen ist. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. Der ist echt süß, der Wolf. If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. Lies. Lies. What the heck is this ceremony? He looks like he's in a lot of pain. Oh no, is this the same thing they did to corrupt Avalon's mind? Wolves never surrender. But this can't go on. No matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. That's hard. Forth. The abyss. And the ceremony was interrupted. How fortunate for you. How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. Oops. It disappeared again! Will auch so teleportieren. Thank you. You came. Just in time. Also, du erinnerst mich immer an Kai. Keine Ahnung warum. Ich finde, du hast eine Ähnlichkeit mit Kai Watari. Human Lupercal. I am ashamed that you must see me in my present state. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. Ich glaube, wir verlieren dich auf jeden Fall. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. I too didn't see the trap. Wait. So you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind, then lured him out under the pretense of challenging him at a trial? Thank you. In the future, my claws must get sharper. Mir fällt gerade auf, der hat sogar so die gleichen rote Augen wie Kai. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though there was indeed one human-made machine, that I can never forget. Ich will dein Kinn kraulen. Du siehst so flauschig aus. Und auch noch so schön blau. It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell to the ground, it fled the proving ground.
of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? Missiles. I do not know this strange word. As I said, I pay no heed to the contraptions of humans. Alter, bist du riesig, wenn ich... Wenn ich neben dir stehen würde, ich bin so klein, ich würde genau unter deinem Kinn durchpassen. Wetten? It could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield visions. Boah, du riese Tatzen. Ich müsste reichen. Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? Ja, da, wir haben doch diese sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Nein, das ist doch jetzt nicht dein fucking Ernst, oder was? Don't know, but did we help? Yes, you were a big help! Thanks! We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Yes, I smell more danger. Bigger danger. You too, also be careful. Der hat laut und laut. That was some good intel. Quick, let's go tell Dane. Dane, there you are. Did you see Master Jean? I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her invest- But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. Did you have more success? Ja, wir hatten mehr Erfolg. I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Gets it? So the tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. Immer bewegt sich die Kamera auch wegen meinem Joystick, oder ist das so? After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Ja, dann muss sie ja dort irgendwo stehen. Whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them. Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so
So they came to interpret it as the Tyrant's Final Fury. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. What do you mean? Huh? You mean... Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Can't forget something like that. What does? Guess it does from here to under. This is it, right? Okay then, use your elemental sight to look for the eye. Ooh, so what did you see? Nix. Huh? Nothing? Aww. What's going on? Are you sure you did it right? This requires another method. Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Let me give it a try. And done. Wow! It's a... The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. Prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. Is it another ancient term from Khaenri'ah? As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osiel, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. Yes. Then, what should we do with this eye? No. I'll guard it myself. Huh? You? Dane? You won't go and do anything crazy with it, will you? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of Favonius, well, you know I don't trust them. Also, Felnias, oder wie die heißen, hätte ich auch Right. But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. We can't have the church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of it, naturally I mean to completely destroy it. Yet? That's a statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, they're actually divine, too! Well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise, she'd be going completely bonkers right now! Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run into that Abyss Herald. I'll make sure it doesn't get away this time. Ja, der hatte auch nur noch wenig HP. Das Problem hatte ich, wenn ich mit meiner Flugsäule. So after all that running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat! That or the stupidest.
To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go, and remember to be on your guard. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich soll jetzt da durchfliegen. Ach ne, hierher, oder? Alles ist schwer, wenn der Controller mal nach rechts geht. Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. Darf ich den Teufel an die Wand mal? Ich hasse dich, wenn du jetzt das Auge nimmst, das dahin machst und uns betrogen hast. Ich stell das jetzt einfach mal so in den Raum. Weh, du hast uns jetzt benutzt und du tust das Auge da rein. Andere Möglichkeit wäre, wir fallen und die kriegen das Auge da an. Oh, such a scary place. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. The Abyss Herald. It's here. You sense correctly. You are just as vexatious as ever, Dainsleif, enemy of the Abyss. Ich hab noch einen Kaffee, warte. Warte kurz, ich muss noch einen Kaffee rausmachen. Hm. I sense your soul is stained by terrible bloodshed. Perhaps from your darkest nightmares. Unless... Oh, and something far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. Then we are the same. We're both dangerous. But dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. Mir gefällt der Mann. It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you. The world will burn. Oh mein Gott, das ist mein Bruder! Could that be? Bitte. Lumine.
attack against the Abyss Herald. Ich heul gleich. Your brother? And the Abyss? Lumine, why are you with Dane? Scheiße, was mache ich? Wir waren so lange getrennt. Warum fragst du nach etwas, was keine Rolle spielt? Your brother knows Dane? Sag ich doch. Irgendwas stimmt mit dem Typ nicht. Und der hat's verschwiegen. Ether, we meet again. Der hat ja auch mal Bruder erwähnt. What's going on here? Dane knows him too? Natürlich. You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Ether. Aber schön, deine Stimme mal zu hören. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man Dainsleif was the Twilight Sword. One of the royal guards of the final dynasty of Khaenri'ah. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Khaenri'ah. Hi. A curse of immortality was laid upon him, to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into the monsters of the Abyss. Was? Auf ihn wurde der Fluch des Unsterblichen gelegt. Und so sieht, wie die Menschen zu dem Schutz er bestimmt war, zum Monstern, das ankommt, waren. You're saying Dane is from Khaenri'ah? The same Khaenri'ah that was destroyed 500 years ago? Ich würde behaupten, wir alle drei gehören zu dem Stamm, aber egal. Guck mal, wie die sich alle ähneln. And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Khaenri'ah, but is actually the people of Khaenri'ah themselves? And the whole thing about Dane being your enemy... Oh, Paimon's so confused. Home. Ja, wir haben doch gar kein Zuhause. Glaub ich. Yes. Of course. Home is wherever we are together. Alter, da sprach dieselbe Stimme wie Racer, oder? But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Lumine. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. Hat der eigentlich auch hin? So we'll meet again. Though we need not rush, sister. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. Wie ungerecht, alle können durch das Tor, nur richtig. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. Really? Are you sure? At least now, as well as the Seven, Dane is also a key part of finding your sibling too, right?
Sobald wir in Inazuma sind, dürfen wir nicht vergessen, nach weiteren Nummern ein weiteres Ziel für unsere Reise. That's right! Das stimmt schon. By the way, what they said just now is all pretty confusing. Did you understand it at all? Ah, das ist schon ein bisschen gemein gemacht. Die hat sich voll auf den Bruder konzentriert. Eigentlich müsste jetzt das untere stimmen. Oh, well then, let's go over it again. Vielleicht ist es ja Razors Stimme, bloß dass er sie halt verstellen muss. Die müssen halt vielleicht an Geld sparen. Statt andere Leute noch einzustellen. Aber ist cool, dass mir der Bruder endlich mal Quatsche hört. Und jetzt taucht das erste Mal auf. Gut, dass ich keine Kamera hier habe. Und gut, First dass ich off, nicht unter Ärzte sitze. That Abyss Herald called your brother Prince. Hoheit, ja, das heißt, ich bin der Prinzessin. It seems like your brother is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to him. Still, we don't know for sure if he's the highest ranking leader in the organization. Wie lange ich Genshin schon spiele? Seit der Beta? Seit es draußen ist? Seit August letztes Jahr? Wann kam es raus? Keine Ahnung. Eis, wo geht's hin? Also, your brother said that he wants to engulf the thrones and go to war with destiny. What the heck does that mean? Could it be he wants to destroy the seven and the seven nations? Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Khonria turned into after their nation was destroyed. This story is just plain terrifying. Vielleicht wenn jetzt mir alle auch diese Khonria, oh, ich kann das nicht aussprechen, und das Monster sind, dann kämpft er ja theoretisch ja gegen sich selber, also gegen seine Leute. Ja, dann spiele ich ja genauso lang wie ich. Ich habe jetzt aber bei dem Sommer-Event habe ich aufgehört zu spielen, weil es irgendwie... Es gibt Spiele, die kann ich 2 Jahre am Stück spielen, wie Monster Hunter. Ich kann das jeden Tag spielen, 2 Jahre. Und dann gibt es so Spiele, die spiele ich 1-2 Wochen und dann geht's einfach nicht mehr. Und dann gibt's noch so Spiele, die spiele ich so nebenher, wie... Dungeon Defender, da lasse ich sogar Musik nebenher laufen, spiele sogar noch andere Spiele in dem Spiel nebenher. Ja, aber Genshin ist ein Spiel, die Story ist interessant, ich mag die Charaktere, ich bin eigentlich kein Fan von so Anime-Spiele, aber ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, sagen wir es mal so, und ich finde es jetzt hier nicht so schlimm. Dauntless beispielsweise ist auch ein gezeichnetes Spiel, das finde ich eigentlich heute noch schrecklich, aber das Gameplay finde ich einfach genial. Es ist halt wie Monster Hunter und das ist halt ein Grund, warum ich Dauntless zwischendrin auch immer noch spiele und das spiele ich auch nicht wirklich seit Release, ein bisschen später. Ich habe es am PC kurzzeitig gespielt, in der Beta-Version, aber... Ich hab's nicht mal gewusst, dass es dann auf PlayStation das auch gibt. Ja, und jetzt will ich endlich mal die Story weitermachen, weil die Story geht ja schon seit, glaub, Anfang des Jahres weiter. Und ich habe die halt nie gemacht. Ich wollte die eigentlich aufnehmen, da habe ich aber nie Lust gehabt, das aufzunehmen. Dann allgemein, ich spiele seit März eigentlich fast gar nicht mehr und jetzt in meinem Zustand ist es noch weniger geworden und ja, jetzt habe ich ab und zu spiele ich halt dann weiter, aber ich, also Genshin habe ich dann eine Zeit lang nur noch Dailies gemacht, dann habe ich mir die 5-Sterne-Viecher geholt
Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, mir dauert das zu lang. Eine halbe Stunde für eine Daily habe ich irgendwann mal keinen Bock mehr gehabt. Dann kam das Housing dazu, dann habe ich mir das Housing reingezogen und habe dann da aber auch aufgehört. Also ich habe eigentlich, wo das Sommer-Event war, wo du deinen Badeanzug gekriegt hast für Jean und für Barbara, das habe ich mit Mühe und Not gezwungen gespielt und hab's auch live gespielt wie jetzt, aber danach habe ich gesagt, nee, keine Lust mehr. Und jetzt ist gerade anscheinend so ein Angel-Event und ich habe keine Lust. Ich will eigentlich nur noch die Story, ich will eigentlich nur noch ins neue Gebiet. Und der andere Grund ist einfach, es kommen zwei Geo-Viecher raus, ein Großschwert und ein Bogen und ich will den Shiba-Fuzzi haben. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ich will den aber leider bloß wegen dem Aussehen. Ich habe keine Ahnung, was der für Fähigkeit hat. And Dane is from Conria too. He witnessed its destruction 500 years ago. But he didn't turn into a monster. And now he's fighting the Abyss Order. So that's why your brother said that Dane is his enemy, right? But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Also, how come after all this time we've spent searching for your brother, it turns out he's on the side of the Abyss? What's up with that? Wie viel Zeit eigentlich vergangen ist zwischen dem Rausfischen, zwischen der Stadt und jetzt? Das ist ein bisschen, ja, komisch. Yeah, you're right. Then we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the sun shines bright. Ich fand die mit dem Geo-Gott eigentlich auch voll cool. Und ich finde es halt echt krass, dass mein Mann den gezogen hat und ich hab den nicht. Aber selbst wenn ich den gezogen hätte, ich kann gar nicht mit dem spielen. Aber ich habe einmal einen anderen Geofuzzi, den ich so toll finde. Und ich spiele den gern. Das ist einfach mein kleiner Buffer. Ich habe eigentlich X gedrückt. Wieso gehst du nicht weit? Achso, shit. Der kündigt gerade an. Vorhin ist doch gekommen.